Brücken. Das ist das ja obligatorische 3-3-2-2-System, das Rüdiger Ziel gerne spielen lässt. Stolze also vorne rechts, Meier ganz vorne drin und Ehlich rückt dann von vorne rechts hin. Etwas Besonderes hier im Saarland. So, und die Hausherren am Anstoß. Und jetzt gehen wir rein in dieses Duell um den Anschluss, den direkten Anschluss. Und giftig. Und der Ball kommt normal und der hätte gelauert, der Kerber. Und Sevilla mit der nächsten Möglichkeit. Also, die legen gut los, die beiden. Gut schon. Weil der ist gut und er ist drin. Oh, was eine fiese Gurke, abgefälscht. Und was haben wir gesagt? Könnte das ein besonderer Faktor werden, der Patrick Reil? Und jetzt ist Feierabend. Also der erste Durchgang ist rum. Der SV Sandhausen geht mit einem 1:0. Braucht jetzt eben der erste FC Saarbrücken, will er die vierte Heimniederlage verhindern. Und ja, dieses, wir haben es vorher gesagt, dieses Endspiel im Kampf um erst einmal Rang 3 nicht verlieren. Steele wird gehen. Ja, denkt doch mal ab auf Gauss. Gauss. Und dann ist er drin! 1:1, eine Energieleistung von Marcel Gauss, aber wer war als letzter? Rabihic, der ist noch frisch. Rabihic, die Flanke ist gut und Luca Kerber macht das 2:1. Unfassbar, da ist er wieder. Luca Kerber dreht dieses Spiel. Aber natürlich. Und das muss es sein und das ist es. Kai Brünker mit dem 3:1 und jetzt ist der Ludwigspark ein Tollhaus. Sontheimer und Rizzuto und er bringt den nochmal rein. Da sind sie wieder da. Das ist doch unfassbar. 4:1 und jetzt macht das Luca Kerber zum Zweiten. Wahnsinn im Ludwigspark. Und jetzt ist Feierabend. Also mit einer Energieleistung, die ich Ihnen wirklich so nicht mehr zugetraut hätte, dreht der erste FC Saarbrücken einen 0:1 Halbzeitstand und macht daraus ein 4:1. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.